Ich soll jetzt wirklich, wirklich, mal wirklich, ich soll jetzt wirklich die Frage beantworten, warum bist du so krass? Liebe Fans, ich bin zum Fragen-Antwort-Spiel da und habe ein paar Fragen von euch gestellt bekommen, die ich jetzt beantworten möchte. Wir fangen mal mit der Frage an, die wahrscheinlich alle sehr interessiert. Warum bist du so krass? Ja, werde ich oft gefragt, habe ich gar nicht so eine Erklärung für. Würde ich einfach mal sagen, weil ich krass aufgewachsen bin. Dann die nächste Frage, was ist der FC für dich? Wie ich schon bei meiner Vorstellung gesagt habe, für mich der geilste Club im Rheinland. Mein Heimatverein ist ja auch der nächste Verein zu meinem Geburtsort Bonn. Ja, ist was Atemberaubendes, der FC, und ich glaube, das weiß auch jeder, der hier aus der Region kommt. Dann die nächste Frage, gewinnen wir das Derby? Bin leider kein Hellseher, deswegen kann ich nur sagen, dass wir, die auf dem Platz stehen werden, alles dafür tun werden, das Derby zu gewinnen. Ich glaube, man kriegt das jetzt schon so langsam mit, wie wichtig das ist. Ja, und wir werden alles investieren wie in den letzten Spielen. Ich glaube, auch gegen Dortmund hat man gesehen, dass die Fans dafür ein sehr, sehr gutes Gespür hatten, dass wir alles reingeworfen haben, da knapp verloren haben, und ich hoffe, dass wir es gegen Gladbach besser machen. Dann wieder eine sehr lustige Frage. Braucht man Typen wie dich, um Drags Spiele zu gewinnen? Ja, also ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall ein schlechter Verlierer. Das zeigt sich in jedem Trainingsspiel, in jeder Trainingseinheit. Und deswegen gebe ich immer alles, um genau dieses Gefühl nicht zu haben, um ja, die Spiele zu gewinnen. Und ich würde sagen, so einen Typen wie mich braucht man in der Mannschaft. Dann mein Lieblingslied, das ist natürlich jetzt sehr, ja, also immer jeden Monat, jeden Tag ein anderes Lieblingslied. Deswegen würde ich mal sagen, aktuell höre ich sehr gerne Lieber Gott von Samra. Ja, sowieso sehr viel Deutschrap. Deswegen ist das immer sehr, sehr unterschiedlich. Wie war dein erstes Bundesliga-Tor gegen Dortmund? Wie hast du dich gefühlt? Ja, also das, ich glaube, das ist sehr, sehr schwer zu beschreiben. Es war ein Glücksgefühl mit ein paar Gefühlen, die man auch gar nicht so richtig beschreiben kann. Also sehr surreal hat es sich angefühlt, das 1-0 für den FC gegen Dortmund zu machen. Aber es war ein sehr, sehr schönes Gefühl, und wie gesagt, umso deprimierter war ich, dass leider das Tor dann nicht zu Punkten gereicht hat. Aber an sich war es atemberaubend. Warum besiegst du immer Psychos im Basketball? Auch gute Frage. Einfache Antwort, weil ich einfach besser bin. Genau, Rafa kann aber noch fleißig üben, dass er mich irgendwann mal schlägt. Wer ist der mit dem besten Musikgeschmack in der Mannschaft? Schwierig, auch sehr, sehr verschiedene Charaktere. Ich glaube, Toni hört sehr, sehr viel R&B. Da hat er schon ein paar gute Lieder. Timo Horn macht sehr, sehr viel kölsche Musik, wo ich mittlerweile wirklich sage, den haben wir auch ganz lange rund um die Karnevalszeit letztes Jahr gehört. Da war schon echt ein geiler Mix, den er da aufgelegt hat vor den Spielen. Deswegen würde ich sagen, die beiden in Kombination sind schon sehr, sehr gut für eine Mannschaft, was das DJ-Pult betrifft. Wie hast du es geschafft, Fußballprofi zu werden? Hattest du viel Talent oder war es harte Arbeit? Ich würde sagen, ein Mix aus beiden. Ich war jetzt nicht der talentierteste Spieler, weiß nicht, wie Mario Götze vielleicht schon mit 18. Aber ich war auf jeden Fall sehr, sehr fleißig und habe nie aufgesteckt, mich zu verbessern, was ich jetzt auch immer noch versuche. Und deswegen würde ich sagen, ein Mix aus beiden. Dein Lieblingsgesang von den Fans? Ganz klar das Come On FC. Egal ob auswärts oder zu Hause, muss ich wirklich sagen, kriege ich immer Gänsehaut. Ist ja auch so ein Gesang, hat ja eigentlich theoretisch immer, dass es immer weniger wird und dann irgendwann aufhört. Und das Come On FC wird ja gefühlt immer stärker und immer aggressiver. Und ich muss sagen, da habe ich schon wirklich jedes Mal Gänsehaut. Ich habe in Aalen damals, wo ich dahin gewechselt bin, war ich 24 Jahre. Und es war keine von den Nummern frei in den unteren Kategorien, so die jeder Offensivspieler immer mal hat, so die 8, die 10, die 11, die 9. Da war nichts frei, und dann habe ich mir gedacht, dann nehme ich die 24, weil ich 24 Jahre alt bin. Und von da an lief es eigentlich sehr gut für mich, und dann bin ich bei Kiel dabei geblieben, und auch beim FC hatte ich dann Glück, dass Klünter gewechselt ist und die 24 frei geworden ist. Jetzt habe ich die mittlerweile im 6. Jahr in Folge. Nächste Frage, kannst du noch so in die Stadt gehen, ohne erkannt zu werden, und einfach mal in Ruhe einkaufen gehen? Ja, und ich muss auch sagen, selbst wenn mal jemand nach einem Foto fragt, sind die Rheinländer, die Kölner sehr, sehr nett und unterwegs, und bis jetzt war da wirklich nur positive Sachen, und da macht es auch Spaß, da kann man auch gerne nach einem Foto, nach einem Autogramm fragen.
Ja, dann von Micha Clemens, Grilles Bruder. Hast du zufällig Wäsche zu waschen? Ja, das kann natürlich wieder keiner verstehen, denn es ist auch ein Insider, den ich mal unbeantwortet lasse. Aber ich kann dir sagen, Micha, wir gehen auf jeden Fall nochmal Wäsche waschen zusammen. Wie ist dein Eindruck über die ersten Spiele in der Bundesliga? Liebe Grüße aus Bonn, liebe Grüße zurück. Ja, macht auf jeden Fall viel, viel Spaß, jetzt in Freiburg in der 90. oder in der 92. Minute zu gewinnen. Das war dann schon noch ein gewisser Gefühlsausbruch. Und dann danach mit den Fans zu feiern, das ist schon echt was richtig, richtig Gutes. Und ich glaube, man hat letztes Jahr gemerkt, dass der FC, dass keiner in der zweiten Liga spielen will. Und umso mehr merkt man die Freude bei allen Verantwortlichen, bei allen Fans, bei der Mannschaft, dass wir in der Bundesliga wieder spielen. Und da kann ich mich einfach nur anschließen, es ist ein unfassbar schönes Gefühl, in der ersten oder in der höchsten deutschen Liga zu spielen. Wo willst du am liebsten mal hinreisen auf der Welt? Ja, ich war jetzt letztes Jahr in New York und in Amerika, das fand ich schon wirklich sehr, sehr geil. Da war ich an der Ostküste in New York und dann Miami. Und ich glaube, ich würde gerne nochmal nach Amerika und dann an die Westküste, und zwar so San Francisco, Los Angeles, in die Ecke auf jeden Fall. Und Las Vegas wäre auch nochmal eine Sache, wo ich gerne hinwollen würde. Ja, wer ist der größte Witzbold aus dem Team? Gut, Toni kennen ja, glaube ich, alle. Ich glaube, wenn Toni lacht, dann hört man das immer drei Türen weiter und muss irgendwie auch lachen. Aber ich glaube, dass Easy, unser neuer Spaßvogel, auch sehr, sehr weit oder nah rankommt an Toni mit seiner guten Laune und mit seiner Lache. Das ist schon sehr, sehr lustig. So, die letzte Frage ist von Krille. Wer ist der allerbeste im Mario Kart ohne Lügen? Und da muss ich wirklich sagen, Krille, ich weiß, das hören da nicht viele gerne, die mit mir Mario Kart spielen, aber wenn ich halt an meine Normalform rankomme, dann kann man mich schwer schlagen. In dem Sinne bin ich der Beste. Ja, ich hoffe, das beantwortet eure Fragen. Und ja, lieben Gruß an alle, die mitgemacht haben. Und wir sehen uns spätestens im Derby gegen Gladbach.